Herzlich willkommen, hier ist wieder Aquifel mit einem Review zu Star Trek Discovery. Und ich muss, da es fürs Review nicht ganz unerheblich ist, auch gleich sagen, ich war nie ein großer Star Trek Fan. Natürlich, ich habe die Original Series mal ein paar Folgen gesehen, The Next Generation ein paar Folgen, Deep Space Nine, Voyager und Enterprise habe ich eher ignoriert. Von den Kinofilmen kenne ich auch einige, aber auch nicht alle. Naja. Dass ich mich überhaupt wieder mit dem Thema mal auseinandergesetzt habe, lag daran, dass ich die Reboot-Filme, die in der Kelvin-Zeitlinie, also nicht der Hauptzeitlinie, sondern in so einem alternativen, hier ist die Hauptzeitlinie und hier trifft sich das kurz und hier spielt dann das Reboot, die haben mir sehr gut gefallen. Ja, und deswegen habe ich jetzt auch mal bei Star Trek Discovery reingeguckt, gerade weil auch so der Aufschrei von vielen Leuten da war, das ist kein Star Trek, das ist scheiße. Ich mochte die alten Sachen, die ich, wenn ich es mal gesehen habe, die mochte ich durchaus. Es hat mich aber nie so fesseln und in seinen Bann ziehen können, wie es bei vielen anderen Leuten der Fall war. Ich hatte halt andere Sachen, die mich zu den jeweiligen Zeitpunkten immer mehr interessiert haben. Nun ja, warum ist jetzt Star Trek Discovery so interessant? Ich meine, es war ein riesen Aufschrei bei vielen, dass das ja kein Star Trek ist, dass das komplett beschissen ist, die Serie und so weiter und so fort. Das liegt einfach auch daran, Enterprise war auch schon scharf in der Kritik. Spielt, glaube ich, 100 Jahre vor der Original Series. Discovery spielt jetzt 10 Jahre davor. Na, bei den anderen Sachen konnte man immer sagen, die Original Series wird verehrt. Ne, die Crew um Picard, Spock, Picard sage ich schon, oh meine Fresse, Kirk. Picard mag ich nämlich am liebsten, ne, aber das ist ein anderes Thema. Um Kirk, Spock und die alle, Uhura und wie sie alle hießen. Sulu kennt er auch. Die werden verehrt. Und alles, was darauf aufgebaut hat, The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, die haben immer irgendwie auch ein Stück weit was anders gemacht, was aufgebaut. Das ist auch nicht immer ja, so positiv aufgenommen worden. Der Vorteil war, es spielte danach. Das heißt, das beeinträchtigt ja storytechnisch erstmal das Original nicht. Gut, Discovery spielt ähnlich wie Enterprise nun davor und Discovery nun mal gerade auch 10 Jahre vor der Original Series um Kirk, Spock und Co. Die Geschichte ist erstmal relativ einfach. Es geht um den Krieg zwischen den Klingonischen Imperium und der Föderation. Dieser Krieg bricht aus. Die Shenzhou ist unterwegs um ja, in ferne Welten, man kennt das Prinzip, stoßen aber auf ein seltsames Artefakt in einem, ja, ein Asteroidengürtel ist es nicht, das ist ein, sind zwei Sterne, die ineinander lappen, irgendwie, sieht auf jeden Fall urig aus. Weil, als dann Michael Burnham, der erste Offizier des Schiffes, dahin fliegt, um sich das anzugucken, treffen sie auf einen Klingonenkrieger. Ja, kurzerhand greift er sie natürlich an, sie tötet ihn, was dem Tuvgman, ich kann kein Klingonisch, kann mir die Namen auch teilweise schlecht merken. Der ist ein Klingone, der halt vorhat, ja, wie, der tritt wie ein Prophet auf und er hat halt vor, alle 24 klingonischen Häuser wieder zu vereinen, um die Sternflotte zu bekämpfen. Beziehungsweise die Sternflotte, die Föderation. Hat er jetzt einen tollen Anlass. Und dadurch bricht dann natürlich auch der Krieg aus, weil er so das natürlich verkaufen kann, dass, ja, die Föderation den Klingonen nur was Böses möchte. Nun gut, Michael Burnham, gespielt von, ich muss hier jetzt immer spielen, Sonequa Martin Green. Ja, das ist eine Frau, Michael zu nennen, ist schon. Naja, die ist dann danach erstmal, ja, wird quasi verurteilt, weil sie dann, weil sie es ja der Meinung war, sie wusste es besser, dafür gesorgt hat, dass der Krieg erst richtig losgeht. Und dass sie natürlich Morderei begangen hat, was man nicht so gerne sieht. Endete dann letzten auch in, endes auch in dem Tod ihrer, ihres Captains. Und zwar ist das die, oh Gott, Philippa Georgiou, gespielt von Michelle Yeoh. Was natürlich für sie persönlich ein herber Verlust ist, aber auch ja, durch Morderei, man ist da nicht so Fan von. Und danach wird sie zufällig bei einem ja, Gefangenentransport an Bord, landet sie an Bord der Discovery unter dem ja, Kommando von Captain Lorca, gespielt von Jason Isaacs.
trifft auch ihren alten Bekannten Saru hieß er. Wie gesagt, ich hab's mit den Namen da nicht so. Gespielt von Doug Jones, ne? Guillermo del Toro's Go-To-Mann, was Monster angeht oder Kreaturen. Das ist natürlich hier auch perfekte Besetzung dafür dann. Der ist natürlich gleich skeptisch und na, Lorca, der soll halt den Krieg gewinnen. Ist halt sehr kriegerisch. Warum das so ist, das kriegen wir später auch noch recht gut mit. Naja, dann landet sie an Bord der Discovery und er möchte ihr Wissen auch nutzen, gibt ihr eine zweite Chance. Man entwickelt da übrigens auch gerade eine Technologie, und zwar ist das den Lieutenant Stamets, gespielt von Anthony Rapp, der da einen Sporenantrieb entwickeln möchte. Was damit auf sich hat, will ich hier gar nicht so sehr spoilern. Es geht dann um den ganzen Krieg mit den Klingonen, gibt da noch ein, zwei andere, ich sag mal, Exkursionen in andere Bereiche, die mit den Klingonen erstmal weniger zu tun haben. Naja, die erste Staffel, diese 15 Folgen, behandeln halt wirklich diesen Krieg, beziehungsweise auch ein Stück weit das Ende des Krieges in den letzten Folgen dann. Ja, wo ist jetzt das Problem der Star Trek-Fans? Ich kann einige Sachen wirklich nachvollziehen. Die Writer haben sich mit der Kontinuität durchaus Gedanken gemacht. Es gibt viele Referenzen, manche habe ich sogar noch erkannt, manche habe ich dann, wie gesagt, ich gucke ja meistens auch in anderen Reviews mal rein, wie andere Leute es gesehen haben. Einfach mal um zu sehen, habe ich da eine abweichende Meinung, dann müsste ich sie vielleicht noch ein Stück weit mehr begründen. Habe ich da eine übereinstimmende Meinung, wie kommen die Leute darauf, wie bin ich darauf gekommen? Hier natürlich auch ganz wichtig gewesen, weil ich natürlich solche Referenzen, manche verstehe ich, viele andere verstehe ich halt nicht. Also da hat man schon viele Referenzen gut eingebaut. Die Kontinuität passt natürlich trotzdem nicht, und das ist teilweise nicht immer. Das ist mir teilweise auch aufgefallen. Also nehmen wir den Sporenantrieb, der wurde meines Wissens auch danach nie wieder erwähnt, und sind wir ehrlich, bei dem, was das Ding kann. Es wurde jetzt hier noch nicht für gefährlich erklärt, was tunlichst geschehen sollte. Es hat so ein bisschen was von Warhammer 40k, muss man ja sagen. Also nicht ganz in dem Ausmaß, aber wie die Navigatoren da teilweise funktionieren. Wenn ich so eine Technologie habe und da Mittel und Wege finde, also selbst wenn es nicht für gefährlich erklärt wird, ich würde ja trotzdem weiter forschen, wie man das vielleicht auf ungefährliche Art und Weise machen kann. Ja, wie gesagt, sind wir ehrlich, dass diese Technologie nicht erwähnt wird, obwohl sie so wow ist. Kann man drüber streiten. Dass Michael Burnham natürlich ein weiteres menschliches Ziehkind von Sarek ist, und für die Leute, die es nicht wissen, Sarek, ich gucke lieber nochmal, ob der Name auch stimmt, steht hier jetzt natürlich nicht, scheiß drauf, Spocks Vater, ne? Der Sarek, ich kann verstehen, dass die Star Trek-Fans so sagen, ja, da hat man wieder Kai aus der Kiste, hat man wieder einen aus dem Hut gezaubert, ein weiteres Kind, ein weiteres Geschwisterteil von Spock, was vorher nie Erwähnung fand. Es geht hier, glaube ich, auch bei der Kritik vieler Leute nicht darum, dass Michael Burnham eine Frau ist und dass sie farbig ist. Das ist ja scheißegal, es ist ja eine Adoptivschwester. Wie gesagt, das so aus dem Hut zu zaubern ist natürlich... Ja. Gut. Und wird irgendwann auch nochmal ziemlich deutlich, dass es halt Spocks Ziehschwester ist. Für die Leute, die die Referenz, dass Sarek Spocks Vater ist, nicht gleich so... Das ist ja der Sarek, verstanden haben. Das sind so wirklich ein paar Kritikpunkte, das kann ich noch nachvollziehen. Viel Kritik hat die Serie auch dafür gekriegt, dass zum Beispiel gewisse Designs viel zu fortschrittlich sind. Ich muss natürlich sagen, dass in den 60ern Star Trek The Original Series, noch The Next Generation und das alles, dass das vom Design her sehr schlicht, sehr einfach gehalten ist, war sicher auch budgettechnischen Gründen geschuldet. Discovery sieht natürlich sehr modern aus, sehr opulent, was gewisse Sachen angeht. Das bleibt nicht aus. Dass jetzt einige Uniformen oder so, Himmel, Herrgott,
halte ich mich jetzt raus. Das ist dann wirklich Nerd-Mimimi. Das wäre, als wenn ich sagen würde, oh, die haben jetzt, hätten sie jetzt eine Serie zwischen, bei Star Wars zum Beispiel, weil ich da so ein Riesenfan von bin, hätten sie da jetzt Episode 3, Episode 4, dazwischen spielt eine Serie, das Stormtrooper-Design passt da nicht hundertprozentig, dann denke ich mir, hier so sehen die Klontruppler aus, so sehen die Stormtrooper aus, und dieser Zwischenschritt gefällt mir nicht, der passt da nicht so ganz rein, wenn ich da rumheulen würde und deswegen gleich sagen würde, Scheißfilm oder Scheißserie, ich sage ja Nerd-Mimimi. Gut, das Design der Klingonen, ich weiß nicht, was lore-technisch das mit manchen Fortsätzen hier zu tun hat, keine Ahnung. Dass es ein bisschen orkischer, ein bisschen kriegerischer ist, finde ich persönlich jetzt gar nicht schlimm. Ich glaube auch, hätte man da jetzt Menschen hingestellt, die einfach ein bisschen angemaltes Gesicht haben, hier so einen kleinen Lappen aufgeklebt gekriegt haben, hätte das viele Leute eher belustigt. Die Trekkies hätten es wahrscheinlich gesagt, das ist noch original, das finde ich gut. Viele andere Leute, wie gesagt, hätten sich darüber totgelacht. Aber das sieht ja aus wie aus den 90ern oder 80ern. So, der Hauptpunkt, wo die Serie Kritik gekriegt hat, und da muss man drauf eingehen, ist, dass viele auch sagen, es ist im Kern ja kein Star Trek mehr. Was ist Star Trek? Wir kennen es, der Weltraum, unendliche Weiten. Entscheidend stand bei Star Trek stand schon immer im Fokus, ich sag mal, Forschertrang oder Forschungstrang, Diplomatie, Verständigung zwischen den Kulturen oder den verschiedenen Völkern. Das steht natürlich da an oberster Stelle. Das wurde ja durch Star Trek auch immer schon repräsentiert. Gucken wir uns die Original Series an, in den 60ern in Amerika. Klar, Captain ist ein Weißer. Der Spock ist, ja gut, hat zwar ein bisschen hier Elfenohren, sag ich mal, fies. Gut, ich will die Star Trek-Fans nicht zu sehr verärgern. Vulkanier-Ohren. Ist prinzipiell auch ein Weißer. Ja, wie man es aus den Serien so kennt. Aber das sind zum Beispiel Michelle Nichols als Uhura, als farbige Frau eine große Rolle gespielt hat. Oder George Takei als Asiate eine große Rolle gespielt hat. Das hat ja auch schon gezeigt, Star Trek hat sich immer einen Scheiß drum geschert. Die haben nicht nur, ich sag mal, Völkerverständigung und ich will nicht Multikulti sagen, sondern Diversity, so ein bisschen, ja, ne? Vielfalt haben sie nicht nur gepredigt, sie haben es auch gelebt, ne? Allein schon durch den Cast. Das haben wir hier auch. Ist eine bunte Mischung aus verschiedenen Alien oder ne, mit der Alienrasse der Kelp, Saru. Wir haben eine farbige Frau als Hauptcharakter, übrigens diesmal kein Captain, finde ich auch mal einen guten Ansatz, mal nicht den Captain zu nehmen. Mit Michelle Yeoh haben wir eine Asiatin, die Captain ist. Wir haben einen Homosexuellen. Wir haben wirklich eine bunte Mischung aus allem, was auch schon wieder eigentlich den Kern von Star Trek gut trifft, dass das halt Diversity. Ne? Nicht nur irgendwas predigen, sondern es auch mal gleich leben. Ne? Von daher, da trifft es den Kern. Es ist natürlich jetzt natürlich so ein bisschen in der Natur der Serie. Der Ton ist halt ein bisschen düsterer, ein bisschen ja, kriegerischer. Also Diplomatie gibt es schon ein bisschen, aber das meiste ist ein bisschen kriegerischer. Was durch die Story bedingt auch durchaus Sinn ergibt, sag ich mal. Ich muss mal ein bisschen ausholen. Das Problem ist, Star Trek, wenn wir Science Fiction haben, wir haben natürlich immer so ein bisschen das trashige Aliens greifen die Erde an und wollen uns alle bla bla bla. Indem, ich sag mal, durch den Weltraum reisen und so weiter und so fort. Star Trek hat was sehr Optimistisches, was ja, Neugieriges, was Positives an sich. Das ist ein Science Fiction. Star Wars lasse ich bewusst mal außen vor, weil das durch die märchenhafte Natur eher Fantasy ist, auch wenn es ein Science Fiction Setting ist. Star Trek ist wirklich Science Fiction im positiven, optimistischen Sinne, wirklich Science, Bitch. Ne? Wissenschaftlicher Forschungsdrang, positiv in die Zukunft sehen, neuem aufgeschlossen sein, was Wissenschaft eigentlich auch sein sollte. Ja, und das Discovery geht da eher in dieses andere Haupttrope von Science Fiction, dieses Dystopische. Wir haben ja viele Dystopien schon immer gehabt. Philip K. Dick hat oft dystopische Züge drin gehabt, egal ob jetzt, ich sage jetzt mal bei den Verfilmungstiteln, Blade Runner, Minority Report,
Da läuft immer irgendwas gewaltig schief. Dystopien haben wir überall. Da ist Star Trek natürlich gerade heutzutage, wenn man sich die alten Sachen anguckt, nochmal so ein bisschen was Besonderes, weil es halt nicht auf den Zug aufspringt. Discovery hat durch diese düsteren Themen Krieg und ähnliches, das sind wir ehrlich, Spoiler an der Stelle, als man in dem Paralleluniversum landet mit dem Imperium, brauchen wir über Dystopie gar nicht mehr reden. Das ist alles etwas düsterer und nicht dieses Optimistische, der Forschungsdrang steht nicht in dem, im Kern des Ganzen. Das stößt vielen Fans auch sehr sauer auf. So, jetzt möchte ich auch mit der eigentlichen Kritik zu der Serie beginnen, denn, sind wir ehrlich, Discovery ist eine Frischzellenkur. Star Trek-Fans würden sich natürlich auch beschweren, wenn alles immer beim Alten bleibt, nur mit neuen Schauspielern. Das würde irgendwann langweilig werden, muss man das klar sagen. Wenn es jetzt zu radikal anders ist, passt es ihnen oft auch nicht. Und wenn man sich manche Reviews an einigen Stellen mal durchsieht, bei diesen ganzen Sammelpools für Meinungen verschiedenster Leute, International Movie Database oder Rotten Tomatoes oder sonst was, viele Leute, die dann auch wirklich am größten das Maul aufreißen, haben ein, zwei Episoden gesehen und danach gesagt, scheiß Serie, gucke ich nicht weiter. So viel zu Neugier offen für Neues, so viel zu den Lehren von Star Trek, die die Leute anscheinend selber nicht verstanden haben. Es ist natürlich problematisch, dass es davor spielt, aber wie gesagt, diese Frischzellenkur, die Discovery ist, dadurch, dass sie halt mal neue Themen beleuchten, dass sie halt ein bisschen düsterer, ein bisschen moderner sind, dass sie auch nicht dieses klassische Episode hat eine Story. Gut, nächste Episode hat eine eigene Story, nächste Episode hat eine eigene Story. Vielleicht mal ein Zweiteiler, vielleicht im höchsten Sinne mal ein Dreiteiler. Nein, das ist ein Story-Arc von Anfang bis Ende. Das ist, muss man sagen, modernes Fernsehen. Ja, modernes Fernsehen. Überbrückende Arcs. Ne? Für eine Krimiserie, selbst in Krimiserien, die immer den Fall der Woche haben, gibt es inzwischen auch teilweise überbrückende Arcs. Einerseits, weil es den Zuschauer bei der Stange hält, und auch nötig, nächste Woche wieder einzuschalten. Zum anderen, weil der Spannungsaufbau auch ein ganz anderer ist. Und das ist für den Zuschauer auch schöner. Star Trek muss sich auch den modernen Fernsehgeflogenheiten ein Stück weit anpassen, damit die Serie weiter florieren kann. Es produziert kein Mensch Star Trek, wenn es nicht geguckt wird. Und auch wenn das hier viele Trekkies verprellt, Discovery, ich denke mal, den Casual-Zuschauer, den normalen Zuschauer, könnte es durchaus ansprechen. Also mir hat Discovery zum Beispiel recht gut gefallen. Der Story-Arc lassen wir einige unlogische Kleinigkeiten außen vor und auch, dass der Sporenantrieb zum Beispiel ein bisschen in Richtungen geht, die nicht mehr reine Science-Fiction im Star Trek-Sinne sind, sondern schon ein bisschen Fantasy-artiger. Der Story-Arc ist recht spannend. Die Production Values sind erstklassig. Wir haben auch durchaus ein bisschen Action, die mal wieder bei Laune hält. Wir haben die Beziehungen der Crew und der Person untereinander. Sie wirkt anfangs sehr plump. Es bessert sich aber auch im Laufe der Folgen. Also am Ende hat man schon ein gutes Gefühl. Da hat man auch ein bisschen Charakterentwicklung. Man darf nicht vergessen, das ist hier kein Charakterdrama. Das ist wirklich Science Fiction. Wir haben ein bisschen Charakterentwicklung, die Beziehungen verändern sich auch untereinander. Natürlich haben wir auch ein bisschen Liebesgeschichte mit drin. Deswegen gleich mal Soap zu schreien, ist auch übertrieben. Da gibt es wirklich Soapigeres. Guckt euch meine Soap an, das ist viel, viel schlimmer. Von daher, also eine hochunterhaltsame Serie, die natürlich bewusst auch mit einigen Star Trek Klassikern oder Star Trek Tropes bricht, um das Ganze im modernen Publikum vielleicht auch schmackhaft zu machen. Also ich bin jetzt zum Beispiel so, ich wollte die alten Serien wirklich alle nochmal irgendwann durchgucken, einfach damit man sie wirklich mal gesehen hat. Man schiebt es auch mal so ein bisschen auf, aber ich sag mal, Discovery hat meine Neugier, sich jetzt doch mal mit dem alten Scheiß, in Anführungsstrichen, zu beschäftigen, nochmal erhöht. Und ich denke mal, wenn ich jetzt einem heutigen jungen Menschen Dings entgegenknalle, Star Trek The Original Series, und ich sag ihm, es ist großartig. Und er wird sich das angucken und sagen, nö, ist es nicht. Weil er gar nicht offen daran geht.
Wenn er jetzt hier storytechnisch, und wir wissen ja noch nicht, was in der zweiten Staffel, die ja kommt, geschehen wird, vielleicht wird die Brücke da noch ein bisschen sauberer geschlagen, wenn man die Leute da packt und die wissen wollen, wie die Geschichte weitergeht, man da vielleicht sogar ein paar Charaktere schon wieder einbaut, dann, naja, ist es ähnlich wie mit der Reboot-Serie, den Reboots in der Calvin-Zeitlinie, es sorgt für Aufmerksamkeit für das Franchise, und das Franchise war, ich sag mal, für die große Leinwand war es nach Nemesis erstmal gestorben. Serientechnisch, Enterprise und so, ich glaube, da haben wenige Leute einfach aus Jux mal reingeschaltet, das waren dann eher Trekkies, die sich das angeguckt haben. Die Reboots haben dafür gesorgt, dass Star Trek wieder wirklich eine breite Aufmerksamkeit kriegt, und ich denke mal, Discovery hilft da auch. Ein Franchise muss am Leben gehalten werden, muss mit wirklich Stoff versorgt werden, damit es auf Dauer funktionieren kann und damit es nicht in Vergessenheit gerät. Star Wars wäre nie überhaupt nochmal weiter ein Wort drüber verschwendet worden, auch nie Episode 1 bis 3 und die jetzigen Sachen gekommen, hätten Bücher das nicht auch ein Stück weit am Leben gehalten. Ne? Die Fanbase war immer da, aber sie wurde halt so am Leben gehalten. Ne? Von daher, Star Trek Discovery ist wirklich eine Frischzellenkur für das Star Trek Serienuniversum, für das Hauptuniversum. Sicherlich ist nicht alles perfekt. Sicherlich gibt es einiges, was man kritisieren könnte, gerade im Kontext des Star Trek-Universums. Aber als Serie an sich, auch wenn es ein bisschen düsterere Töne anschlägt, vielleicht an einigen Stellen diesen Forscherdrang, dieses, was Star Trek, das Optimistische, was das ausmacht, vielleicht erstmal ein bisschen beiseite geschoben hat, weil es ist ja auch im Krieg. Lasst man das erstmal beiseite. Es ist eine wirklich unterhaltsame Serie, nicht großartig, aber durchaus ganz cool gemacht, die über die 15 Folgen wirklich gut unterhält, einen spannenden Story-Arc hat und, ja, wie gesagt, wahrscheinlich mal die nötige, radikale Frischzellenkur für Star Trek-Universum ist, die das Ganze brauchte. Man musste vielleicht den Trekkies auch mal wirklich vor den Kopf stoßen und sagen, Leute, werden erwachsen. Ne? Ist manchmal halt so. Von daher, ich hoffe, dass euch das Review gefallen hat. Wenn dem so ist, ja, liked das Video, teilt es, abonniert gerne auch meinen Kanal. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit reinschaltet. Also, bis denn dann.